Und ernährt sich von Industrieabfällen. Ja, perfekt. Nein, keinen Spitznamen geben. Warum kommt ihr jetzt alle so aus euren Löchern? Wir wollen uns doch nur ein bisschen umschauen. Und nein, Schutz möchten wir nicht haben. Wir wollen keinen Schutz, wir nehmen lieber die EP. Jetzt, wo wir alle Pokémon auf gleichem Level nachgezogen haben, werden wir uns sowieso nicht nochmal zum Training hinsetzen. Oder hinstellen oder hinlaufen oder wie auch immer. Wir werden versuchen, so durchzukommen. Deswegen nehmen wir dann schon die EP mit, die wir auch bekommen können. Ohne jetzt extra darauf aus zu sein. Erdbeben, komm, was soll's. Ja, voll der Treffer. Das, oh Gott, ey, das waren nicht mal drei Schritte. Das ist ja, als wäre man bei Digimon World 2003 in so einem Dschungelschrein und hat einen Numemon nach dem anderen vor sich. Steinhagel. Schweinhagel wäre cool. Alles voller Schnitzel. Ging daneben. Wir haben nichts anderes erwartet. Wir haben es uns sogar gewünscht, damit wir noch mehr AP verbrauchen können. Natürlich. Genau das war unser Ziel. So, unten. Oh, meine Güte. Mogmog, wollen wir haben. Meins? Wir werden es nicht brauchen und nicht nutzen, aber wir wollen es haben. Einfach nur, um es zu haben. Besser haben als brauchen. Wirklich viel Schaden machen wir ihm nicht, aber wir sind auch auf gleichem Level. Einmal müssten wir eigentlich noch Body Slam hinbekommen können, wenn wir keinen Volltreffer landen, oder? Und da ist der Volltreffer. Juhu. Geil. Genau das wollten wir sehen. Und hier unten ist nicht mal was. Außer ein weiteres Kackvieh, das uns voll auf die Nüsse geht. Unsere armen Nüsse. Komm, wir hauen jetzt... Wir hauen das Vieh zu Brei. Es ist schon Brei, aber dann ist es Matsch. So, Level 38. Sehr schön, wir tauschen. Mit Lepras. Oder? Nee, Lepras kriegt jetzt bei Pyro in der Arena noch so viel Erfahrung. Und so viele Feuer-Pokémon sind hier jetzt auch gar nicht. War hier nicht noch irgendwas? Hier ist wenigstens was. Ja, damit. Calcium. Ja. Das hat sich ja voll nicht gelohnt. Ja, wir werfen Schweine. Nochmal ein Schweinhagel. Wenn das jetzt aber so bleibt und weiter alle zwei, drei Schritte ein Pokémon kommt, mache ich wirklich doch sehr zeitnah eine Aufnahmepause, weil darauf habe ich wirklich jetzt gerade keine Lust mehr. Ich habe gedacht, wir können uns noch ein bisschen locker hier umgucken, aber wenn wir gar nicht vorankommen, wollen wir zwar auch nicht auf die EP verzichten, aber ich nehme jetzt doch schon wieder relativ lange auf und dafür habe ich dann heute einfach keine Geduld mehr. Dann lieber irgendwann merken, okay, Grenze ist bald erreicht, bevor die Stimmung umschlägt. Den Typen habe ich vorhin gemeint. Ja, bevor die Stimme umschlägt, der hat glaube ich auch sowas wie ein Gallopa oder so, dann doch lieber, ja, sagen, okay, war bis hierhin wieder gut, Vulnona, okay. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter, so nach dem Motto, ne? Da lohnt sich ein Erdbeben auch, auf jeden Fall. Badaboom. Jetzt müssen wir echt außen rum. Da war was. Hallo, ein Top-Trank. Das ist ja echt top.
da war eine Statue, okay. Wir können jetzt nicht oben lang gehen, weil wir die Statue gedrückt haben, oder? Doch, wir können oben lang gehen und da liegt sogar rechts noch was. Cool. Ein Schleimer. Ey, schleim dich nicht ein. Lern lesen und schleimen. Moment, nee, das ging anders. Giftwolke, ja, das brauchst du bei unserem Nidoking gar nicht erst versuchen. Das kannst du dir schenken. Okay, ich glaube, damit können wir uns jetzt selber hier einsperren. Das wollen wir nicht. Schleimer. Hauen wir wieder kaputt. Hauen wir zu Matsch, zu Brei, zu Mus. Wenn wir es auch noch anpumpen, sind wir eine Pumpenmuse. Aber er ist nicht unsere Muse. So, wir gehen wieder hoch und laufen jetzt auch durch. Dieser Pokémon-Erscheinungsintervall hat sich gebessert. Es ist gerade nicht mehr alle drei Schritte. Ich weiß, ich sollte es nicht beschreien. Aber komm, wir ziehen jetzt noch in dieser Aufnahme. Wahrscheinlich ist es anders geschnitten. Aber in dieser Aufnahme, wo ich jetzt hier aufnehme, ziehen wir das Labor noch durch. Voll durch die Nase. Das haut rein. Den Schalter haben wir gedrückt. Wir kommen hier lang. Sehr schön. So, hier ist ein Schalter. Wer würde es nicht tun? Ach, komm schon. Wir wollen den Schalter. Slimog hatten wir gefangen. Smogmog haben wir nicht gefangen. So, da lohnt sich wahrscheinlich wieder Erdbeben. Ja, Erdbeben. Ich glaube, wir könnten auch nochmal wechseln, oder? Oder muss es erst Level 39 sein? Okay, es ist Level 39. Jetzt können wir auf jeden Fall wechseln. Känguru läuft. Ah, und da haben wir auch noch einen Dodri, wie ich sehe. Den hier, den wollen wir. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken, ja. Wer würde es nicht tun? Barney würde es auf jeden Fall tun. Er muss alle Knöpfe drücken. Oh, wo müssen wir noch lang? Ich glaube, wir müssen hier runter. Kann das sein? Aber ihn hier nehmen wir mit. Mit in den Abgrund. Mein Mentor lebte eins hier, ja. Dann hat er Mewtwo gefoltert und wurde umgebracht. Schätze ich mal. Magnetilu. Ja. Magneton ist zwar in gewisser Weise ein brauchbares Elektro-Pokémon in der ersten Generation, aber ich habe Magnetilo und Magneton niemals gemocht. Niemals. Ich glaube auch nicht, dass ich das... Obwohl doch, ich habe es gemocht als Gegner in der goldenen Edition. Aber auch nur als Gegner, weil da hat es dann, weil es vom Typ Stahl war, noch mehr EP gebracht. Es war ziemlich einfach zu besiegen. Das fand ich gut. Aber ansonsten fand ich Magnetilo und Magneton immer... ja, kacke. Okay, wir sind stolz auf Kangama. Es verprügelt sich nicht selber. Genau den Einsatz wollten wir sehen. Also nicht den einen Satz, sondern den Einsatz. Jetzt nicht wie beim Poker, aber ne? Den Körpereinsatz. Wie beim Popball. Triplette. Wird geplättet. Hat gereicht. Okay, sehr schön. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir müssen hier runter. Warum? Warum stellst du dich uns in den Weg? Wir haben uns gerade entschieden. Ist aber gut, dass du dich uns in den Weg stellst. Wir werden jetzt, bevor wir hier runtergehen, speichern. Und falls wir uns doch falsch entschieden haben,
ist es wesentlich schneller, einmal kurz zu resetten, anstatt nochmal den ganzen Weg hier hoch zu tingeln. So. Ja, wir sind richtig. Wen haben wir vorne? Känguru. Passt gut, der hat bestimmt wieder so Elektroviecher oder so. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Und was machen die ganzen Diebe hier? Die suchen doch auch was. Fette Schätze und so. Dicke Epics. Elektroball. Ja, wie schön, dass wir endlich Erdbeben haben. Ich finde die Attacke so cool. Die ist so stark. Die macht so viel Spaß. Und sie tötet einfach. Smogmog, ja, schade, dass wir ihm das jetzt nicht wegfangen können. Unser anderes haben wir leider durch einen ungewollten Volltreffer vernichtet. Ja, schade. Ja, komm, das hätte jetzt auch sterben können. Aber gut, wenn es nur Tackle macht, ist das in Ordnung. Ein Schlammbad oder so mit einem Volltreffer und anschließender Vergiftung, das wäre echt kacke gewesen, aber den Tackle. Den akzeptieren wir. So, können wir jetzt weiter aufstehen zu bleiben. Carbon. Need for Speed. So, da ist dicht. Klar, wir wissen, dass da dicht ist. Wir gehen hier runter, machen den Heini hier fertig. Hallo Heini. Wo bin ich hier gelandet? Keine Ahnung. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich frage, warum hier Stroh liegt, und er setzt ein Fuck you Kano ein. Was will er uns damit sagen? Oder? Fu ist doch einfach nur die Abkürzung für Fuck you Kano. Level 39. Bonita, eigentlich ist es Zeit für Dodri. Oder Lepras. Wenn wir jetzt schon mal ein Feuer-Pokémon vor uns haben, dann können wir es auch ertränken. Guten Gewissens. Lepra war, glaube ich, stark in Hawaii, oder? Ist Hawaii nicht so eine ehemalige Lepra-Kolonie, wo die ganzen Infizierten ausgesiedelt wurden? Also ist das, was unser Lapras hier macht oder Lepras jetzt macht, wahrscheinlich die hawaiianische Wasserfolter. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Schleimer hier nicht rum. Slimer, es läuft. Ich muss laufen. Hierhin. Hierhin muss ich laufen, um die Top-Genesung einzusammeln. Alles voller Viecher hier. Egal, wo man tritt, man ist schon in der nächsten Grütze drin. Immer treten wir in so ein ekelhaftes Slimer rein, oder? So klingt das da bestimmt, wenn man da rumläuft. Ja, klasse, freuen wir uns drüber. Erinnert mich wieder an den einen Typen und die eine Tussi, die da Händchen haltend durch die Stadt gegangen sind. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Wo der Typ dann durch die Kotze gelaufen ist und die Freundin ihn darauf hinweist: Hey, du bist hier gerade durch Kotze gegangen. Ja, habe ich schon mal erzählt, ich weiß, aber trotzdem, ich finde die Geschichte so klasse. Und er sagt dann: Ja, und ich habe ja Schuhe an. Es macht mich wirklich immer noch sprachlos. Also, dass man zum einen so gelassen sein kann und zum anderen so, keine Ahnung, desinteressiert an dem, was einem einfach passiert. Weiß ich nicht. Find ich lustig. Finde ich sehr witzig.
Was habe ich nur falsch gemacht? Du hast mich angelabert. Niemand labert uns ungestraft an. So, hier oben ist was. Was ist da? Schalter. Och Mann, hör doch auf damit. Smogon. Okay, dich haben wir noch nicht. Dich wollen wir. In gewisser Art und Weise. Und deswegen setzen wir jetzt mal Rossana ein. Die hat weniger Angriff. Du hast zwar sowieso eine hohe Verteidigung, aber wir wissen ja nicht, wie lange wir benötigen, um dich zu paralysieren. Und pass auf, jetzt klappt es beim ersten Treffer. Nein. Okay. Gute Entscheidung. Und wir sind vergiftet. Nein, das ist nicht der Status, den wir wollten. Warum wusste ich, dass wir vergiftet sind? Volltreffer. Ja, okay, der hat einen Hass auf uns. Ich weiß nicht, warum er uns so hasst. Vielleicht, weil wir seinen großen Bruder Smogmog getötet haben. Das kann sein. Aber egal, ob er uns hasst oder nicht, er gehört jetzt uns. Er muss unseren Befehlen gehorchen. Das passt oder nicht. Der Pokémon dieses Körpers oder so. Der Körper dieses Pokémon enthält viele Gase. Ja, hat wohl ein bisschen viel Kohle gefressen, oder? Es neigt dazu, ohne Vorwarnung zu explodieren. Und je zornig ist es auch noch. Eieiei. Nee, kein Spitznamen. Ich glaube, wir müssen erstmal nach links, um das Item zu bekommen, oder? Ja. Wollen wir. Her damit. Manchmal esse ich nur einen Bonbons. Wer kennt sie? Die zur Not auch Klopapier isst. Voll genial. Ein Magma. Ja. Sowas wie dich haben wir schon. Bloß mit Feuerschlag. Haben wir lange darauf hingearbeitet. Und seitdem nicht einmal wieder eingesetzt. Aber ich bin mir sicher, wird schon noch wieder. Wir sind ja auf einem ziemlich guten Weg dahin. Stärke. So stark wie wir sind. Ja, wir werden Magma sicherlich nochmal einsetzen können. Haben wir noch ein anderes 38er Vieh? Mal gucken, 39, 39. Dodri. Dodri wollen wir. Und Lapras setzen wir dann in der Arena ein paar Mal ein. Ein versteckter Schalter. Drücken? Ja. Wir sind Barney. Wir müssen jeden Knopf drücken. Es geht einfach nicht anders. Wir müssen. So, hallo TM Solarstrahl. Dich nehmen wir. Jetzt musste natürlich nochmal ein Pokémon kommen. Und bevor wir diesen Fragezeichenöffner haben, kommt natürlich ganz sicherlich noch ein Pokémon. Wie könnte es auch anders sein? Und ich freue mich, wenn wir endlich diesen Schlüssel haben. Dann wird die Aufnahme für heute auch erstmal beendet. Da haben wir ihn. Es kam nicht ein weiteres Pokémon und wir haben unsere Fluchtseile zurecht aufgespart. Es gibt wenige Orte, an denen ich wirklich Fluchtseile nutze, aber hier war es jetzt wirklich sehr praktisch, finde ich. So, heilen. Ja, nicht geilen, nicht aufgeilen an Bester Joy. Der Name ist auch dann unpassend, oder? In diesem Kontext, Schwester Joy. Nein, an der geilen wir uns nicht auf, wir heilen uns. Sehr schön, Dodri. Wir könnten eigentlich Lepra schon mal nach vorne setzen. Wir parken uns vor der Arena. Ich nehme das. Und speichern. Ausgezeichnet. Das bedeutet, im nächsten Part gehen wir auf jeden Fall die Arena an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.